Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Jahr 2015 war ein schweres Jahr und gerade die große Zahl von Flüchtlingen hat uns herausgefordert. Viele von ihnen haben sich ehrenamtlich eingesetzt und haben damit eine positive Visitenkarte für unser Land in der ganzen Welt abgegeben. Dafür danke ich Ihnen sehr. Und auch im nächsten Jahr wird uns diese Aufgabe nicht loslassen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten, ein paar Tage der Ruhe und Erholung und ein glückliches neues Jahr 2016. Ja, gerade vom aktuellen Bundesparteitag bietet es sich an, die Geschlossenheit dieser Partei natürlich auch kurz vor Weihnachten allen anderen zu wünschen. Bleiben Sie gesund und munter, ein frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr. Wir wünschen allen Bürgern in Deutschland und in Europa ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches und erfreuliches neues Jahr. Ich wünsche Ihnen für diese Weihnachtspause und vor allen Dingen für die Weihnachtsfeiertage ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles erdenklich Gute. Ich hoffe, dass wir uns nach der Weihnachtspause wieder im Wahlkreis und in Berlin treffen können. Liebe Freunde, in wenigen Tagen ist Weihnachten. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes, ein ruhiges Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, Ihrer Familie. Und für 2016 alles erdenklich Gute. Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und mögen Sie ein gesundes neues Jahr genießen. Vielen Dank. Ich wünsche allen ein gesegnetes, ruhiges Weihnachtsfest und hoffe für uns alle auf ein friedliches Jahr 2016. Ich wünsche allen Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und vielleicht können wir in unserem Land, in Deutschland, ein bisschen von der Demut mitnehmen in die Festtage, dass es uns sehr gut geht und andere Menschen auf der Welt ein sehr viel unruhigeres Weihnachtsfest haben als wir selbst. Ja, ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, bisschen Abstand vom Alltag, eine besinnliche Adventszeit, guten Übergang ins neue Jahr und am 1. Januar gehen wir alle wieder Vollgas. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage zum Ende des Jahres. Als Familienpolitikerin natürlich viel, viel Zeit mit der Familie und als Digitalpolitikerin wünsche ich mir, dass Sie das Handy einfach in die Ecke legen, sich Zeit nehmen für andere schöne Dinge und einfach die Zeit genießen. Ruhig zwei, drei Plätzchen essen, macht nichts, kann man im nächsten Jahr abtrainieren. Also eine gute Zeit und alles Gute, einen guten Start fürs kommende Jahr. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Wir haben ein ereignisreiches und arbeitsreiches Jahr hinter uns. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für dieses großartige Engagement, das sie gerade in diesem Jahr unter Beweis gestellt haben. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen vor allem aber, dass Sie sich auch in diesen Tagen die Zeit nehmen können, um mit ihren Freunden und Familien ein bisschen innezuhalten und die Hektik des Alltags wenigstens zeitweise vergessen zu können. Alles Gute für das neue Jahr. Wir werden sehen, was es uns bringt. Wir brauchen aber die Kraft dazu, all das, was vor uns liegt, erfolgreich und im Dienst für die Menschen zu bestehen.